Hallo, einen wunderschönen guten Tag. Haufen. Bei einem ganz neuen innovativen Format. Die Talk-Runde. Oder so. Auch wenn die Kamera zeigt, dann muss man reden. Jetzt mach aber auch mal ein Statement. Nein, warte, ich wollte dir mein Eis jetzt filmen. Wer dran ist, muss reden. Hm? Ja. Ich habe herausgefunden, dass Eis kalt ist. Es ist halt nicht bei allen Eissorten so, aber besonders bei Vanilleeis ist es so, dass umso länger sich das im Mund befindet, umso kälter wird es. Mit Ausnahme des Eises, das bleibt stetig dem entsprechenden Logarithmus nach, je nachdem, wie viel Uhr es ist. Mit dir und für dir noch mal ein bisschen scharfe Soße auf das Eis. Gerne. So lange kann ich das Format erklären. Nein, ich habe ja jetzt auch noch was zu sagen. Es gibt, du musst ein Thema reintroppen. Ja, warte, ich droppe ein Thema rein. Ja, nicht so viel, ne? Das soll schon noch All you can eat. Das ist beeindruckend. Okay. So. Das ist beeindruckend, oder? Daniel, was ist das heutige Thema bei der Talk-Runde? Rindfleisch ist Hashtag Best. Dreh doch mal bitte auf Daniel. Nee, frag doch einfach mal sie jetzt hier. Ja, was ist das Thema jetzt da? Guck mal ein Thema, irgendwas Weltpolitisches. Warte mal ganz kurz. Das ist jetzt was Wichtiges. Ein Löffel Eis für Daniel. Dreh mal mit. Aber er muss mit Stäbchen. Dreh Doch, Daniel, du musst. Daniel. Ich sehe, dass da scharfe Soße dran ist. Nee, ist nicht. Also, okay, dann ist das heutige Thema Bubu. Daniel macht Bubu. Ja, aber es ist wie wenn Robin Fleisch öffnet. Es neutralisiert sich ja, doch. Ja, will sich halt auch keine Windeln und Kleider anziehen. Also, es sieht nicht so aus, als würde es sich neutralisieren. Also ich finde, da wo das Bubu aufhört, fängt das Leben an. Ihr müsst eure Komfortzone verlassen. Und ich denke, wer nicht gehitlert wird, der darf zu seinem Geburtstag auch nicht hitlern. Sollen wir das Eis tun? Ich mag scharfes Eis. Du musst ja was zu Bubu sagen. Zum Thema Bubu. Findest du gut, dass Daniel Bubu gemacht hat? Ich finde scharfes Essen sehr lecker. Also wenn ich gesehen habe, wie viele an meinem Geburtstag nicht meine Hitler-Sachen gemacht haben, das ist schon traurig. Ich war an deinem Geburtstag gar nicht da. Das ist jetzt deine Chance. Das ist die Talkrunde. Also ich habe hier eine Litschi. Seht ihr ja. Also, das ist wirklich traurig, dass manche das nicht machen. Aber irgendwo gibt es halt auch Grenzen. Zum Thema Bubu kann ich nur eins sagen. Die wichtigste Person zum Thema Bubu sitzt hier vorne. Warte mal, ich drehe mal ganz kurz einmal, wo die wichtigste Person sitzt. Ich drehe mal genau dahin. Genau da. Das stimmt. Rotes macht nämlich immer Bubu. Der ist nie da, macht nie wo was mit. Wo ist der eigentlich? Nein, der ist nicht da. Ja, siehst du doch mal. Da siehst du ihn doch. Da sitzt er. Ja. Gibt's doch das Lied von Theo, ne? Ich mach Bubu. Was machst du? Also Leute. Genau neben uns. Verlasst eure Komfortzone. Springt über euren Schatten und ihr werdet neue Erlebnisse und Erkenntnisse davon tragen. Und ihr werdet wissen, es war es wert. Und es ist super, dass ich hier sitze, furzen kann, er nichts riecht und er nicht da ist. Ich habe halt einfach gekommen. Ja, ich habe nicht gehört. Geburtstagshitler. Geburtstagshitler, du musst jetzt mal hitlern. Hitler, du kannst ja hitlern, auch wenn die Gitarre. So diese okay. Gitarre. Die Gitarre hier. Soll jetzt auf. Sind halt Leute für Schüsse, die jetzt hitlern sagen. Ich bleib jetzt irgendwo stehen. Hallo, ich esse mein Eis mit Stäbchen. Das schmeckt doppelt so gut. Und ich habe hier leckere Früchte. Das ist ein Aschenbecher. Aber zum Thema Bubu. Könnt ihr mal in die Hashtags schreiben? Hashtag Bubu. Was ich davon halte. Chinesisch ist sehr lecker. Oh, endlich, der brennt schon. Der guckt gerade. Oh, der brennt? Der isst halt mein scharfes Eis. Ach so. Und wie ist das? Hallo? Hallo, ist die an? Google? Funktioniert das? Ist Google da drin? Filmt der? Hallo? 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 Hallo, hört mich da jemand? Hallo? Klopf, du musst hier so.
Klopf, klopf. Ist da wer? Nee. Also ich, das ist jetzt erstmal so ein Rohling. So ein Prototyp. Wie bei Fight or Flight. Das hat, glaube ich, echt Potenzial so. Aber dann müsste man das mit Leuten machen, die nicht so dumm sind wie wir. Was hat denn Anna dazu zu sagen? Anna, was sagst du? Oh, da könnt ihr nämlich voll den Storytwist machen. Welche Anna meinst du? Beide. Mach mal auf die andere Anna. Ja, warte. Man könnte es halt echt so machen. Man hier so, da redet einer, ne? Und dann geht die Kamera langsam rum und wenn die dann wieder da ist, ist da plötzlich was ganz anderes. Das wäre voll die tolle Idee. Man könnte auch irgendwie machen, dass es die ganze Zeit redet und immer wenn es bei einem ist, kann man nur reden. Ja. Weil jeder hat nur so eine begrenzte Redezeit, aber jeder hat das gleiche Redezeit. Ja, wir machen, ich weiß wie das geht. Also, wir nehmen eine Bohrmaschine. Die hat ja so ein, vorne so ein Drehding und das hält man hier so an diese Kante dran. Und dann drückt man die ganze Zeit. Und dann wird das die ganze Zeit ist hier so. Das ist auch nicht dieses. Das ist ja egal. Das ist Teil des Spaßes. Was ist jetzt das Thema gerade? Man könnte auch halt ein kleines Thema ist. Formatoptimierung. Man könnte auch einen kleinen Menschen da unten reinsetzen. Oh, guck mal, hier rein nicht ganz zu gut. Wenn wir auch ein System installieren, du kurbelst hier unten und das dreht sich ganz langsam. Ja. Naja, oder halt eine Bohrmaschine, dass man halt sozusagen an, an den Rand so dran. Und so lange ist das mit einem, auch so gut. Bist du eine? Frühlingsfreie. Willst du eine Frühlingsfreie? Nee, danke. Ich habe hier gerade Bananen. Der hat Bananen. Isst du oder sagst du was? Achso, ich bin dran. Ich kann beides. Okay. Nein, was soll ich, um was geht's denn? Weiß ich nicht. Ja, ich doch nicht. Leute, hier habt ihr es zuerst gesehen. Nostrafords revolutionärer Kanal. Hm? Wir sind Pioniere auf dem Bereich des Formatentwickelns. Entertainment. Aber trotzdem kein Thema. Nochmal ganz kurz, wenn, wenn man... Hallo, wenn man, hallo, dreh das jetzt mal zum Dion. Nein. Wir machen gerade hier beide so an dieser Kante so rum. Zuschauer sind und alle machen richtig rum. Also jetzt hier... Oh. Alter. Hey. Wow. Ja. Also hier passieren gerade komische Sachen. Das ist halt zauberhaft. So. Also ich finde, Dion hat noch was zu sagen. Jetzt habe ich meine Idee vergessen. Toll. Aber ich wollte noch Krüppel2Go promoten, okay. Weil man könnte Peter hier raufsetzen und dann bräuchte er sich nicht mehr bewegen. Ja, das dann könnte man Peter immer so rum und jeder könnte was zu Peter sagen. Ja. Alter, wir haben einen neuen Besuch. So, war gestern Abend noch. Warte jetzt, ich will ganz kurz gucken, wie viele Minuten das jetzt waren. Ein-Minuten-Regel. 7 Minuten 40. Ich würde sagen, wir machen 10 Minuten, das ist perfekte Formatlänge. Okay. So, jetzt kann jeder nochmal 20 Sekunden was sagen. Bitte in 10 Parts. Nein, das war ein Joke. Anna sagt nichts. Hallo. Wir machen jetzt eine ganz lange Rumdrehung hier. Ich mache das jetzt so. Hier, deine Gelegenheit. Emma, das ist deine Gelegenheit. Okay, dann nicht. Dann mache ich da schneller, da hast du mehr Sekunden. Jetzt sag auch mal was. Ich esse immer nur in den Videos. Ja. Das ist nicht gut. Okay. Tust du das jetzt auch, aber das hat sie jetzt, dafür hat sie ihre Zeit mit. Die Welt ist eine Scheibe. Alter, das ist so cool. Das ist unsere Welt. Habe ich jetzt mehr Sekunden, weil die nichts gesagt haben? Okay. Nosteraforce ist der beste Kanal auf YouTube. Obwohl es schon einen gibt, der heißt der beste Kanal auf YouTube. Du bist ja, ein Schleimer, oder? Nee, hast geändert? Ja. Okay. Also, dann gibt es keinen mehr. Nicht oh, shit. URL, aber... Meine Zeit läuft ab. Ja. Ich würde dazu sagen, man kann das Format auch gut brechen, wenn man einfach dann mit seinem Steckdessen mitnimmt. Kann man halt die ganze Zeit reden, du sitzt ruhig hier, Heinrich. Und dann bin ich nämlich immer drin im Video. Heinrich, genau. Was sagst du dazu? Jetzt müsste Heinrich hinter ist halt von seinem Platz aufgestanden, um weiterhin im Video zu sein und sein lecker Nachtisch zu essen. Auf jeden Fall sollte das in 10 Parts geschnitten werden. Ja. Das ist wichtig. Und man kann auch Werbung zwischenschalten bei längeren Videos, dass dann so eine 30-sekündige Werbeunterbrechung kommt. YouTube ist das neue Fernsehen, dann machen wir Werbeunterbrechung in den Formaten. Alles gut, oh, shit. Du brauchst, sag Marlene. Ich hab hier noch mein Eis in der Hand. Das ist übrigens Marlene's Hashtag Storytime. Die hat mal den David Hein geprankt. Gamescom 2015. Ihr könnt euch vielleicht erinnern. Richtig hart genutzt. Hat David sein eigenes Geschenk unterschrieben. Oh, ist ja blöd. Mit dem Herzchen auf dem I. Oh, von David für David. So richtig blöde. Ich fühle mich wie so ein DJ hier gerade eben. So, jetzt haben wir noch 10 Sekunden. 10, 9. Au. Das muss dann noch einer draufdrücken. Na.
Genau, wenn jetzt die Scheibe so